Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar heute geht's nochmal um das Blitzer-Skript. Jemand aus der Community hat uns das Ganze umgeschrieben und zur Verfügung gestellt. Dankeschön dafür erstmal. Und ich werde dich auf jeden Fall unten mal verlinken. Beziehungsweise erwähnen. Ja, ich wurde aber auch gefragt, wie man denn Polizeifahrzeuge als Add-on, dass die nicht mehr geblitzt werden, und somit gibt es jetzt hiervon ein Update-Video. Genau, probieren wir das erstmal halt aus mit Standardfahrzeugen, die halt nicht drin stehen. Also wir müssen halt die ganzen Add-ons dann, die nicht geblitzt werden sollen, noch in die Datei schreiben, aber das zeige ich gleich nochmal. Hier vorne steht auch ein Blitzer. Ne, zack. Wurden wir auch geblitzt. So, jetzt kommt das Add-on-Fahrzeug, womit wir nicht geblitzt werden. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Standard-Polizeiauto, wo so, das steht auch nicht drin, und hiermit werden wir auch wieder geblitzt. Außer halt, wir schreiben das auch rein, ne? Zack. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur Installation und dann schauen wir uns nochmal an, wo ihr das Ganze dann eintragen müsst. So, für die Leute, die es noch nicht haben, zeige ich nochmal komplett die Installation. Ja, wir laden uns das Ganze runter. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Hier kopieren wir uns den Namen wieder raus und gehen in FileZilla rein. Gehen dann zurück und öffnen die Server-CFG. In der Server-CFG scrollen wir dann einmal kurz runter und fügen das Ganze hier mit Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen ein. Anschließend gehen wir hier auf Speichern. Übernehmen das Ganze und jetzt gehen wir nochmal in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner rein. Soweit haben wir das dann installiert. Und das Skript ist auch komplett übersetzt auf Deutsch. So, das heißt, wie wir uns jetzt die Fahrzeuge hinzufügen, die jetzt nicht gelistet oder nicht geblitzt werden sollen, gehen wir halt in die Client Main Lua, scrollen hier etwas runter und hier haben wir das Ganze dann. Ne? Hier steht auch der Polizei, also so das Fahrzeug schon drinne. Hier stehen noch andere Fahrzeuge raus, die können wir auch alle entfernen. Oder ihr fügt halt deren Namen einfach hier ein. Dann einfach nochmal speichern. Und dann laden wir das Ganze nochmal hoch. Und dann nur noch Server neu starten und die Blitzer funktionieren. Und man wird nicht mehr geblitzt, wenn die Fahrzeuge drinstehen. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.